Das Undenkbare zu denken, das ist eine der Maxime eigentlich des Bevölkerungsschutzes. Es ist ganz zentral, sich auf Ereignisse auch vorzubereiten, die es bisher eben noch nicht gegeben hat. Darunter beispielsweise ein Extremhochwasser. Und das Tool Hochwasserdynamik kann sehr gut dabei helfen, sich vorzustellen, wie ein solches extremes Hochwasser verlaufen würde, welche Dimensionen es hätte, welche Schäden es hervorrufen würde und vor allem, wie lange es dauern würde. Wir befinden uns hier im Reußzopf. Das ist der Zusammenfluss von der kleinen Emme und der Reuß. Wenn man sich umschaut, wirkt es friedlich hier. Ein kleiner, beschaulicher Fluss. Aber in der Vergangenheit gab es hier schon ganz andere Situationen. 2005 beispielsweise gab es hier ein extremes Hochwasser. Aus dem kleinen, herplätschernden Fluss wurde ein großer, ein reißender Fluss, der auch die Umgebung stark überspülte. Verkehrsinfrastrukturen waren betroffen, aber auch Unterführungen waren überspült. Der Sachschaden war extrem. Hochwasserereignisse sind für den Bevölkerungsschutz ein sehr relevantes Thema. In den letzten Jahren ist es immer wieder zu großen Hochwasserereignissen gekommen. Zuletzt beispielsweise 2021, wo wir, wenn man so sagen darf, mit einem blauen Auge noch davongekommen sind. Das Tool Hochwasserdynamik hilft den Verantwortlichen im Bevölkerungsschutz, einen Eindruck davon zu bekommen, bei welchen Schadenplätzen, an welchen Orten es zu welchen Auswirkungen kommt, sowohl räumlich als auch zeitlich. Ich sehe beispielsweise auch, wann Wassermengen wieder zurückgehen, wenn beispielsweise Brücken wieder passierbar sind, wenn mögliche Rettungsachsen wieder frei sind. Das Mobiliar Lab hat das Tool entwickelt, damit es eine Forschungsfrage beantworten kann, die Frage nach dem größtmöglichen Niederschlagsereignis in der Schweiz. Im Moment ist unbekannt, wie viel Niederschlag es auf welcher Fläche in der Schweiz zur gleichen Zeit regnen kann, und das Tool wollte diese Frage beantworten. Wir haben uns auf die extremen Niederschlagsereignisse konzentriert. Die sind zwar extrem selten, aber ihre Auswirkungen sind katastrophal. Wir wollten uns wirklich die Auswirkungen von diesen undenkbaren Hochwasserereignissen anschauen. Das Charakteristische dieser extremen Niederschlagsereignisse ist, dass es in weiten Teilen der Schweiz gleichzeitig regnet. Und diese gleichzeitige Betroffenheit führt zu Schäden, die wir bis jetzt noch nicht beobachtet haben. Das Tool gibt diesen extremen Niederschlagsereignissen ein Bild, und damit können wir uns das Undenkbare überhaupt erst denken. Das heißt, wir können uns die Auswirkungen solcher Ereignisse erst vorstellen. User können mit diesem Tool anschauen, wie sich ein Niederschlagsereignis über die Schweiz bewegt, wo sich die intensiven Niederschläge kumulieren. Und dann in einem zweiten Schritt können Sie anschauen, wo und wann, zu welcher Zeit das Wasser über die Ufer tritt und wie sich die Überschwemmungen in der Fläche ausbreiten. Das Tool eröffnet neue Möglichkeiten, wie wir die Auswirkungen von extremen Hochwasserereignissen auf den Verkehr analysieren können. Es zeigt auf, welche Straßenabschnitte direkt betroffen sein können, die überflutet sind. Es zeigt aber auch auf welchen Straßenabschnitten es zu Umwegverkehr kommen wird. Ich kann das Tool aber auch einsetzen im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Beispielsweise, um Szenarien zu veranschaulichen und dann die Möglichkeit zu haben, gemeinsam mit Verantwortlichen für den Bevölkerungsschutz mir zu überlegen, was kann ich tun, um mich besser vorzubereiten. Das wäre dann ein Einsatz auch im Bereich des Risikodialoges und der Risikokommunikation.